Für Therapeuten, insbesondere für Therapeuten, die Akupunktur, Akupressur, Reflexzonenbehandlung machen, da sind die Steinchen eine wunderbare Unterstützung, weil man kann nach der Behandlung oder während der Behandlung die Punkte bekleben, die man länger behandeln möchte, wo man länger einen Impuls drauf geben möchte. In der Praxis ist die Anwendung sehr unterschiedlich mit den Körpersteinchen. Es gibt Patienten, die behandle ich ausschließlich mit den Körpersteinchen. Gerade Patienten, die ich begleitend mit Osteopathen behandle, wo ich dann an der Wirbelsäule entsprechend Steinchen klebe, um die Aufrichtung der Wirbelsäule mit der Muskeltätigkeit, mit der Muskelanspannung auszubalancieren. Da arbeite ich schwerpunktmäßig nur mit den Körpersteinchen. Beim Tinnitus arbeite ich schwerpunktmäßig mit den Körpersteinchen. Bei Verletzungen, wenn man sich zum Beispiel einen Knöchel verknackst hat, da kann ich das Körpersteinchen ergänzend zu anwenden, um die Heilung zu fördern. Wenn ich es direkt auf den Körper klebe oder auf eine Reflexzone klebe, dann wirkt es viel schneller und viel unmittelbarer auf die Beschwerde, die ich habe. Ich klebe schon zum Teil 2 bis 3 Farben. 2 Farben ist durchaus sehr häufig, dass ich die klebe. Zum Beispiel, wo wir gerade die blaue Farbe haben, mit dem Thema Dinge ins Fließen bringen, Blockaden lösen, Stauungen auflösen. Da kann man zum Beispiel wunderbar das magentafarbene Steinchen mit dazugeben. Magenta ist eine Farbe, die die Nerven beruhigt. Es ist eine Farbe, die sehr viel Schutz gibt. Gerade bei Tinnitus ist die Kombination Blau und Magenta eine ganz, ganz häufige Kombination. Also jemand, der viel am Bildschirm arbeitet, Bilder bearbeitet, fotografiert, wo die Augen sehr angestrengt sind. Da kann ich die Augen gut entlasten, indem ich zum Beispiel ein magentafarbenes Körpersteinchen auf den Augenpunkt klebe. Und hier verwende ich auch meistens, weil es ja im sichtbaren Bereich ist, den Körperkleber.